ihr Lieben, wir dachten, für die Adventszeit ist es ganz schön, wenn wir ein Video machen, in dem es darüber geht, wie man ein Lebkuchenhaus herstellt. Und hier ist unser fertiges Exemplar. Wir drehen es mal ganz kurz, damit man es von allen Seiten sieht. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wir haben da drin auch noch eine Kerze. Das heißt, das kann man auch noch machen. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, war ziemlich knifflig manchmal, aber letztendlich hat es geklappt. Und genau, wenn euch das interessiert, dann geht es jetzt hier zum Video. Also für den Teig müsst ihr Butter, Honig, Zucker, Pfefferkuchen, Gewürz und Kakaopulver zunächst verrühren und bei schwacher Hitze erwärmen, so lange bis sich der Zucker aufgelöst hat. Danach muss die Masse abgekühlt werden. Dann müsst ihr das Mehl, das Backpulver in eine Schüssel sieben und mit dem Salz, den Eiern und der Honigmasse zu einem glatten Teig verkneten. Und dann muss die ganze Masse zugedeckt über Nacht ziehen. Als nächstes schneidet ihr euch Schablonen aus. Und wir haben die Maße 14 cm genommen. Das ist jetzt ein Seitenteil und das haben wir dann auch ausgeschnitten. Als nächstes kam die Vorder- und die Hinterseite dran. Dafür haben wir einfach dann vorne noch ja, ein kleines Dreieck oben angebaut. Und das ist eben, dann hält das Dach besser. Und es sieht nachher auch schöner aus. Und das Ganze wird dann auch nochmal ausgeschnitten. So, und zum Schluss kommt noch das Dach mit dazu. Das ist ein bisschen kniffliger, da müsst ihr dann die eine Schablone anlegen, sodass ihr beim Dach sehen könnt. Wir haben einen kleinen Übersprung gelassen und die eine Seite ist eben 14 cm und die andere müsst ihr gucken, wie ihr das bei eurem Dach so ja, macht. So, dann müsst ihr von dem Teig ein Stück abnehmen, je nachdem wie groß, müsst ihr selbst gucken. Das muss dann ausgerollt werden, am besten mit einem Nudelholz natürlich. Und ja, der Teig sollte ungefähr 0,5 cm dick sein. Und zwischendurch könnt ihr mal mit der Schablone anpassen, ob es schon passt sozusagen. Und ansonsten einfach nochmal rollen. Dann, genau, und man sollte eine Unterlage nehmen, denn jetzt wird der Teig noch ausgeschnitten, beziehungsweise mit dem Messer einfach so wie es passt, an der Schablone entlang schneiden. Genau. Und ihr müsst daran denken, dass ihr jedes Stück zweimal macht, denn man braucht es hinterher zweimal. Genau, und dann kommt eben noch die Vorder- und die Hinterseite dran. Und hier haben wir jetzt bei uns Fenster reingemacht. Und da könnt ihr eben gucken, wie ihr das bei euch machen wollt. Wir haben dann eben so ein bisschen mit dem Messer das vorgeritzt, also nicht zu tief rein. Und um zu gucken, eben wie das nachher ist. Und das gleiche haben wir dann auch nochmal bei der Hinterseite von dem Haus gemacht und da haben wir das aber dann viermal gemacht, also die Fenster, weil eben die Fläche so groß war. Und dann könnt ihr mit den Fingern noch so ein bisschen dazwischen reindrücken, dann wird das ebenmäßiger. Genau, und wir haben vorne für die Vorderseite ein rundes Fenster gewählt und aber ihr dürft halt einfach so wie ihr wollt das machen, so. Seid kreativ, denkt euch was aus. Und dann haben wir noch eine Tür da reingemacht. Wir wollten ursprünglich eine Tür, die sich dreht. Dazu haben wir eben so einen Schaschlikspieß genommen und haben uns das dann so gedacht. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Nachher ist es dann zusammengebacken und dann ist das Ganze abgebrochen. Also es war nicht so gut. Denkt euch eine andere Möglichkeit aus, wie ihr diese Tür öffnungsbar macht. Wir haben das nicht hingekriegt. Jetzt kann man sie bei uns eben raus und rein tun, also reindrücken. Aber ihr könnt sie auch einfach so da drin lassen und einen Rahmen ritzen.
Nach dem Backen müssen die Teile nur noch mit Hilfe von Zuckerguss zusammengeklebt werden. Und den Zuckerguss haben wir mit etwas weniger als 2 Eiweißen und etwas mehr als 1 Päckchen Puderzucker hergestellt. Und hier sieht man, wie das Haus langsam entsteht, das Dach, und das war sehr, sehr knifflig, das zu machen. Und als Deko haben wir da Gummibärchen, Smarties, Mandelstifte, Nüsse und Streusel, Krokant und Pistazien, Schokotropfen, bunte Crisps, Dekozucker und Schokoraspeln und natürlich den Zuckerguss. Ja, und hier seht ihr nochmal, wie wir das Haus verzieren. Die Dachziegel haben wir eben mit Zuckerguss gemacht. Hier ist ein Eiszapfen. Und so konnte man eben jede Seite vom Haus individuell gestalten. Das ist die Vorderseite, die eine Seite, die andere Seite vom Haus. Und zu guter Letzt eben noch die Hinterseite vom Haus. Und als Material, also als Deko, könnt ihr eben verwenden, was ihr wollt. Da ist einem wirklich alles freigestellt. Das war unser Lebkuchenhaus-Back-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.